Hallo hier bei Justins Wetter. Zu diesem kurzen Wetterupdate in diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer auf die Luftmassengrenze, die da aktuell vor allem über den Süden von Deutschlands mit teilweise kräftigen Schneefällen berechnet wird. Und da blicken wir, wie gesagt, in diesem Video jetzt mal ein bisschen genauer drauf. Dieses Bild ist von heute Morgen, hat es heftig geschneit bei mir in Krefeld, am Niederrhein sogar. Und dann schauen wir jetzt auf die Wetterlage. Und da sehen wir dort, die warme Luft strömt in die Alpen rein und da kann es bis auf 2000 Meter Höhe dann in den Alpen Regen geben und von der Nordseite strömt dann doch deutlich kältere Luft auch an die Alpen und so bildet sich dann die Luftmassengrenze. Auf der Nordseite gibt es eher den Schnee und auf der Südseite der Luftmassengrenze eher den Regen. Und dann haben wir hier die Temperaturen in 1500 Metern Höhe gut abgebildet nach dem GFS-Modell. Da sehen wir noch unten direkt an den Alpen teilweise leichte Plusgrade in 1500 Metern Höhe. Und je weiter man in den Norden kommt, desto kälter wird es dort dann werden in 1500 Metern Höhe, teilweise von minus 10 Grad, die da aktuell berechnet werden. Und dann schauen wir uns jetzt drei Modelle an. Einmal hier am Anfang das Eiken-Modell, das berechnet doch direkt an den Alpen und in den Alpen teilweise kräftige Regenfälle. Und im Nordteil dieses Niederschlagsgebiets, also der Luftmassengrenze, würde das Ganze bis nach Stuttgart, bis nach Südrheinland-Pfalz meistens als Schnee fallen, hier nach dem Eiken-Modell das Ganze. Und der gesamten Nordhälfte Deutschlands würde es doch noch vergleichsweise in den, ja, am Donnerstag und Freitag doch trocken bleiben. Das EZMF-Modell kaum mit Schnee im Süden. Am Freitagmorgen eher der Regen. Bis Stuttgart würde sich das Ganze hochziehen. Vielleicht hätten wir dann noch nach dem EZMF-Modell Richtung Osten oder Richtung Sachsen ein paar leichte Schneefälle, die hier vorüberziehen würden. Später könnte dann aber im Süden auch noch mal was in Sachen Schnee nachkommen. Schauen wir uns das Ganze nach dem GFS-Modell an. Und das sieht wie das Eiken-Modell verbreitet. Direkt an den Alpen teilweise heftige Schneefälle bis nach Stuttgart. Aber hier wären es nur noch leichte Schneefälle. Aber hier können durchaus auch mal 2 bis 5 Zentimeter durchaus, wie gesagt, vom Himmel kommen. Und dann schauen wir uns die Schneehöhen an, die aktuellen Modelle da so berechnen. Am Anfang fangen wir dann mal an mit dem ersten Modell. Hier das EZMWF-Modell. Da sehen wir doch gut in und an den Alpen relativ viel Schnee. Aber auch in Norddeutschland durch Schneeschauer jetzt am heutigen Mittwoch würde es dann hier am Freitag sogar noch weiß bleiben. Denn die Temperaturen sind ja nicht gerade hoch, würde ich mal sagen. Und sogar in NRW könnte es teilweise bis in die Mittelgebirge oder teilweise bis ins Flachland noch leicht angezuckert bleiben. Und dann schauen wir uns das GFS-Modell an, ebenfalls an den Alpen, die höchsten Schneehöhen bis Samstagmorgen. Auch hier dieses Modell berechnet teilweise in der Nordhälfte sogar weiterhin noch eine dünne Schneedecke. In NRW, also entlang des Rheins, wäre generell nichts an Schnee zu holen, auch am Rheingraben ebenfalls nicht. Das Ganze schauen wir uns noch zum Schluss nach dem Eiken-Modell an. Und das Eiken-Modell berechnet doch eine leichte Schneedecke verbreitet in Deutschland. Richtung Stuttgart, wo die anderen Modelle etwas höhere Schneemengen sehen, sieht dieses Modell nur 1 bis 5 Zentimeter Schnee. Hier dafür, wie gesagt, im Bayerischen Wald die höheren Schneemengen, die dann hier vom Himmel kommen könnten. Also generell kann man festhalten, es wird doch relativ spannend bleiben. Und dann blicken wir jetzt auf den Sonntag. Und da kommt ein neues Schneetief nach dem GFS-Modell jetzt angezogen. Und das würde dann vor allem wieder NRW, Niedersachsen, später auch vielleicht Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern teilweise kräftige Schneefälle bringen oder Schneeschauer. Und später wird das Ganze eher in Regen übergehen. Und das Ganze werden wir uns jetzt auch nochmal im EZMWF-Modell anschauen, weil dort hätten wir auch ein kräftiges Schneefallgebiet vom Westen her. Geht nach und nach immer mehr in Regen über. Hier durchaus Regen mit dabei, vor allem wenn dieser erste Schneebatzen dann durchgezogen ist. Sonst verbreitet in Deutschland meistens trocken. Schauen wir noch zum Schluss jetzt auf den kommenden Freitag, also in einer Woche den Freitag. Und da wird es doch deutlich wärmer werden. Nach mehreren Modellen das Ganze. Hier in NRW werden schon 13, 14 Grad gesetzt, während wir im Osten noch mit 1 bis 5 Grad etwas kühler hätten. Hier würde die mildere Luft dann aber auch nach und nach dann aufkommen. Und dann könnte sich dann so langsam eine Westdrift in Fahrt setzen. Müssen wir aber noch abwarten, denn es gibt immer noch relativ viele kalte Lösungen verbreitet in Deutschland. Nach dem EZMWF-Modell habe ich mal ein paar Lösungen rausgesucht.
Die schauen wir uns in den nächsten Videos ein bisschen genauer an. Und das war's mit dieser kurzen Vorhersage. Wir sehen uns morgen früh wieder. Haut rein, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.